Ja, hallo, hier ist das Heim Schemmer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, in der Nähe von Murnau. Wenn das Video rauskommt, dann läuft vielleicht schon die Liebeskummerwoche mit entsprechenden Videos und vielleicht einer Aktion. Guck gerne mal unter das Video. Ich nehme die ja meistens ein bisschen oder oft ein bisschen zeitversetzt auf. Oder guck mal auf liebeschipp.de, vor allem, wenn du mich auch noch nicht kennst, meine Arbeit rund um Beziehungsthemen, Liebeskummer, Bindungsangst und so weiter. Und noch ein kurzer Hinweis, wer sich noch interessiert, für Liebeschipp auch so beruflich zu nutzen, für die Ausbildung, guckt da gerne mal auf die Website. So, heute mal, also ich hätte vielleicht nicht die Liebeskummer-Woche machen sollen, sondern die toxische Sexwoche. Also wir haben jetzt wieder so ein Thema hier. Lieber Christian, ich bin seit ein paar Jahren mit meinem Freund zusammen. Davor war ich lange Single, bis ich seine Videos entdeckt habe und aktiv an mir und meinem Bindungsmuster gearbeitet habe. Ja, macht nicht nur die Videos. Ich weiß, man will immer sparen und sparen und ist alles umsonst auf YouTube, aber guckt auch mal in die Kurse rein. Das hat mir eine Umfrage gemacht und es ist nochmal echt was anderes, ne? Kurze Erklärung, ich fand immer Männer anziehend, die nicht offen für eine Beziehung waren, zumindest nicht mit mir und bei denen ich mich minderwertig gefühlt habe. Ja, da wird zum Beispiel Modul 1 vielleicht wieder echt eine gute Sache sein, oder die Selbstliebe-Challenge. Die Verlustängste scheinen mich unfassbar angetörnt zu haben, denn ich habe mich immer als wahnsinnig sexuelles Wesen mit einer sehr starken Liebe wahrgenommen. Ja, Verlustangst turnt die Libido an, da muss man jetzt auch, das ist keine Raketentechnik, es passiert einfach. Und Bindungsangst fährt sie runter. Ja, muss man jetzt gar nicht in allen Tiefen psychoanalytisch auswalzen. Es ist einfach so, ne? Ich habe in der Zeit sexuell auch sehr viel experimentiert. Ja, auch da muss man immer gucken, kann man natürlich machen. Ich bin nicht das Bundesmoralministerium. Nur, wie soll ich mal sagen, manchmal geht man da meiner Ansicht nach zu sehr in den Schmerzkörper rein und ja, und gewöhnt sich so an so starke Reize und kann dann schwächere Reize, die es vielleicht in einer sicheren Beziehung gibt, gar nicht mehr genießen. Naja, im Nachhinein würde ich sagen, dass der Sex mit vielen wechselnden Partnern für mich ein Ego-Booster war, weil ich offenbar der Auffassung war, dass Männer grundsätzlich nur mit mir schlafen, aber nicht mit mir zusammen sein wollen. Aber das wäre doch für dein Ego nicht so gut, wenn sie nicht mit dir zusammen sein wollen, oder? Aber gut, die war für dich auf jeden Fall Ego-Booster. Quasi Sex als Ersatz für Liebe. Dabei habe ich mich immer so sehr nach einer Beziehung auf Augenhöhe gesehen. Ich habe dann jemanden kennengelernt, mit dem ich mich auf Anhieb super verstanden habe und mit dem ich schnell regelmäßig Dinge unternommen habe. Ein halbes Jahr war das Ganze aber wirklich nur freundschaftlich. Naja, ich vermute mal, ihr wart Single. Beide, ob es dann, wenn beide Single sind, ob es dann wirklich Freundschaft zwischen Mann und Frau gibt. Von Seiten der Frau vielleicht schon auch, von Seiten des Mannes. Es gibt da irgendwie so ein lustiges YouTube-Video, wo die so freundschaftliche Paare interviewt haben und alle Männer haben gesagt, sie würden gerne mit ihr schlafen. Und die Frau da jemals wird dann immer so nie drauf gekommen und naja. Interessanterweise dachten aber schon viele Freunde in unserem Umkreis, dass wir was miteinander haben. Er ist wahnsinnig intelligent. Unsere Werte und Einstellungen stimmen exakt überein. Und wir teilen viele gemeinsame Leidenschaften. Ja, das heißt, ihr seid jetzt, hast du vorher gehabt, starke Chemie, mangelnde Kompatibilität. Jetzt hast du, Fragezeichen, das andere. Viel Kompatibilität. Aber womöglich nicht so viel Chemie. Man sucht halt das Einhorn, ne? Ja. Als ich mit deiner Hilfe mein Liebeschip bearbeite, fiel mir auf, dass es in meinem Leben schon häufig Männer gegeben hatte, mit denen ich eng befreundet war und die mir irgendwann im Laufe dieser Freundschaft ihre Zuneigung oder sogar Liebe gestanden haben. Ja, sag ja, das ist für Männer in aller Regel so, dass sie nicht einfach nur mit einer Frau befreundet sein wollen, wenn sie Single sind. Also wenn sie eine Frau als, das ist glaube ich bei Frauen anders, aber bei Männern ist es so, wenn sie eine Frau als Freundin gut finden, wollen sie auch mit ihr schlafen, ne? So. Und das führt mich auch schon auf das Thema, glaube ich, dieser Mail. Meiner Ansicht nach haben die Männer dann aber auch irgendwie
Kein Standing richtig, weil wenn sie wirklich Standing hätten, würden sie sagen, akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere keine Freundschaft. Ich will mit denen eine Beziehung haben. Und wenn das nicht geht, dann verzichte ich lieber drauf, weil das ist einzige Art, wie ein Mann damit umgehen kann. Alles andere ist nicht ehrlich, ne? Und weil das die Männer scheinbar nicht gemacht haben, waren das vielleicht Männer, die nicht so in ihrer Polarität waren. Ich weiß, wieder dieses schlimme P-Thema, aber ich kann es nicht ändern. Das macht halt so viel aus. Dabei war das doch immer genau das, was ich mir gewünscht habe. Ja, das ist immer, aber da wollte ich mal noch mehr zu machen. Ist das wirklich das? Hat man nicht vielleicht sogar Angst, geliebt zu werden? Habe ich ja auch ein Video gemacht. Ist man nicht selber bindungsängstlich und sucht sich immer einen Partner, die einen nicht richtig lieben? Kannst nur du wissen. So, ein Mann, der mich genauso liebt, wie ich bin. Und diesen Mann kenne ich nun schon seit einem halben Jahr. Er kannte alle Facetten von mir und fand mich trotzdem toll. Ja, das wird ja häufig auch so gesagt, an anderer Stelle glaube ich, dass das eine super Sache ist, wie man so sichere Partner findet, jemand, mit dem man schon befreundet war, und dann kommt man mit dem zusammen. Das kann gut gehen. Ich finde es ein bisschen problematisch, weil ja, ich sehe mich so als High-Performance-Coach und ich möchte, dass ihr Partner habt, die ihr hot findet und mit denen ihr gute Kompatibilität habt. Und wenn du ihn hot gefunden hättest, hättest du vielleicht auch keine Freundschaft eingehen wollen. Naja, gut. Ich traf also eine ganz rationale Entscheidung und das meine ich, das finde ich persönlich problematisch. Ich weiß, dass andere das anders sehen und da habe ich auch allen Respekt vor. Ich könnte das nicht. Also ich habe mir auch mal drüber nachgedacht, ich habe es auch mal probiert, glaube ich, und ich habe für mich beschlossen, ich gehe lieber auf eine einsame Insel, als dass ich irgendwie so aus rationalen Gründen in eine Beziehung gehe. Nee, dafür ist einfach Chemie zu schön, finde ich. Und nee. So. Nämlich die, dass ich mich bewusst für diesen Mann entscheiden wollte, von dem ich bereits wusste, dass er mich als Gesamtpaket mag. Aber magst du ihn als Gesamtpaket? Willst du mit ihm schlafen und so weiter? Bei dem ich mich nicht verbiegen musste, bei dem ich keine Verlustängste spürte. Ja, aber in der Beziehung geht es immer auch um Sexualität. Daher muss ich sagen, dass von Anfang an, ja, jetzt kommen wir schon zum Punkt, keine wirkliche sexuelle Spannung vorhanden war. Ja, vergiss es. Also ich würde es nicht. Ich meine, jeder, ihr macht ja, was ihr wollt, aber wo soll die denn herkommen? Weil diese Spannung, die am Anfang da ist, ist es so das höchste Level, meiner Ansicht nach, was eine Beziehung in der Regel erreicht. So, wenn das schon da unten anfängt, wie soll es denn da hinkommen? Es wird ja eher weniger im Laufe der Beziehung. Also, die Liebe wird vielleicht tiefer, aber das jetzt so, dass man alle 5 Minuten miteinander schlafen will, das wird ja eher vielleicht ein bisschen weniger. So, ich habe ihm dann gesagt, dass ich glaube, dass das hier mehr als Freundschaft ist und er konnte das gar nicht fassen. So, jetzt musst du auch noch den Schritt machen auf ihn zu. Sag mir jetzt, aber ich weiß, ich bin immer viel zu hart, ich weiß, aber sag mir jetzt. Er ist nicht in seiner Polarität, sonst hätte er das schon längst gemacht. Kannst du dir James Bond vorstellen, der auf den eine Frau zugeht und der dann sagt, ah, endlich gehst du auf mich zu, ich finde dich so toll. Könnte jetzt auch James Bond irgendeinen anderen Namen einsetzen, das triggert ja auch immer irgendwelche an. Ja. Aber trotzdem, es ist so. Ich weiß immer nicht, wie diese ganzen anderen Schauspieler heißen. Keine Ahnung. Könnte auch diesen, wie heißt der, dieser von Eat, Pray, Love. Das ist ja auch so ein, jemand, der so super in seiner Polarität ist. Weiß gerade nicht, wie der heißt. Finden ja auch ganz viele Frauen toll. So. Und er konnte es gar nicht fassen, weil er mich von Anfang an toll fand, aber nie gedacht hätte, dass es über das Freundschaftliche hinaus an ihm interessiert sein könnte. Ja, also er hat kein hohes Selbstwertgefühl. Ich habe mich ganz schnell sehr wohl gefühlt. Er hat mich mit seinem Verhalten niemals auch nur
irgendwelche Verlustängste bei mir getriggert. Ja, das sage ich auch immer, das kann man immer nur im Vergleich zum Partner sehen, ne? Er ist jetzt natürlich, wenn du so willst, super bindungssicher, leider unter Umständen doch eben nicht bindungssicher, sondern vielleicht ist er auch verlustängstlich und dann ist er schon wieder zu needy. Und ja, aber gut, ich kann das nicht alles immer wieder aufdröseln. Guck mal rein, Modul 1, da ist das alles ausbaldowert. Auf Liebeship. Er ist unglaublich loyal und fürsorglich. Wir reden über alles und sind sehr zärtlich und liebevoll miteinander. Viel Körperkontakt und Kuscheln. Ja, viele Frauen denken ja immer, dass sie genau das haben wollen, bis sie dann merken, dass sie nicht genau das haben wollen. Dass sie eben auch so ein bisschen Mystery und man weiß nicht so richtig und der Mann ist auch mal ein bisschen nicht so richtig einzuschätzen. Und ja, es ist eben auch irgendwo ein Spiel, eine Beziehung. Das ist eben nicht maximal viel Kuscheln so und sonst hat man nur das eine, ne? Jetzt komme ich zum großen Aber. Mit der Anziehung war es am Anfang an schwierig, die habe ich nicht so gespürt. Ich habe es immer darauf geschoben, dass ich total konträr zu meinem Liebeship fahre. Ja, das wird auch ein Teil sein. Und dass ich das erst noch entwickeln muss. Ja, das ist, also natürlich. Also man macht ja einfach nicht, also man denkt ja immer, man könnte den Liebeship bearbeiten mit einfach jemand anders daten. Das reicht nicht. Das ist wirklich eine Arbeit an der eigenen Psyche. Also das, die dauert auch, ne? Und natürlich kann man einfach jemand anders daten, aber dann kommt das bei raus. Und aber ich würde nicht sagen, dass man jemand daten sollte, wo man keinen Drive spürt, ne? Sex und Begehren hatten für mich immer mit Verlustängsten zu tun. Nee, auch mit Polarität und eigentlich nie was mit Liebe und Zärtlichkeit. Ja, da sind wir uns natürlich einig, dass Liebe jetzt nicht zwingend nur was also mit Sex zu tun hat, aber Beziehungen haben eben viel mit Sex zu tun. Genau genommen turnt mich Zärtlichkeit beim Sex schon beinahe ab. Ich vermute, es ist eher, ich weiß, ich werde das immer wieder sagen, sonst müsst ihr einen anderen Kanal gucken, echt. Er wird nicht richtig in seiner Polarität sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn er voll in seiner Polarität wäre, dann würde ich Zärtlichkeit auch nicht abtören, weil was zwischendurch auch mal was anderes passiert. So. Aber klar, wenn er die ganze Zeit da die Kuschelnummer fährt, das ist irgendwann auch nervig so. Ne? Zusätzlich ist es noch so, dass er zwar immer kann und will, aber Sex nie einfordert. Ach, ja, das ist echt ein Problem. Und die Initiative immer von mir ausgeht. Wir haben schon viel darüber geredet, aber er bekommt es einfach nicht hin. Dann kamen noch viele Probleme. Dazu, wir waren mal arbeitslos, worunter er Selbstwert gelitten hat. Wir machen beide eine Therapie. Ja, geht doch mal zu einem von euren Therapeuten zusammen hin. Vielleicht macht er auch ein bisschen Paar oder so. Und dann sprecht das mal ganz trocken an. Also die Dinger, die müssen auf den Tisch, ne? So. Vielleicht kann man da ja noch mal ein bisschen was gucken, aber er muss es auch wissen, dass du ihn irgendwie, dass er dich abtönt. Dieses Problem habe ich dann auch immer als Entschuldigung dafür genommen, dass es im Bett nicht so läuft. Ich mache mir unglaublich den Druck und bin tief traurig, dass ich diese Anziehung nicht spüre. Man kann das nicht erzwingen, weil ich ihn über alles liebe und die zu einer Zukunft mit ihm möchte. Ja, das verstehe ich auch, deswegen würde ich tatsächlich da mit ihm mal, dass sie vielleicht, solltet ihr echt mal was zusammen machen, eine Session irgendwie. Dieser Druck macht es allerdings nicht leichter. Ich musste sogar mal ein Vorspiel abbrechen, weil ich es einfach nicht gespürt habe. Ach, das will man noch nicht, echt, sag mal ehrlich, ey. Und nicht nach so kurzer Zeit, ey. Aber nur, weil ich denke, dass es jetzt unbedingt wieder sein muss und mich regelrecht dazu zwinge. Das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil damit zerstörst du immer mehr Lust, auch bei dir. Also wenn du keine Lust hast, hast du keine Lust, dann steh dazu. Sei authentisch, echt. Das bringt gar nichts, sich dazu zu zwingen. Ist auch übrigens ein bisschen pluspolig, das muss man sich jetzt auch mal fragen, ob er nicht doch, also jetzt nicht so toxisch-narzisstisch, ob er nicht doch ein bisschen minuspolig ist irgendwie und auf so eine stille, ein bisschen distanzierte Art vielleicht. Das wäre auch noch so ein Gedanke. Ich bin wirklich total verzweifelt, immer wenn ich das Thema anspreche. Und das bin grundsätzlich ich. Ja, also vielleicht ist er auch sehr vermeidend. Ne? Sagt er, dass ihm das nicht so wichtig sei und ihn das nicht so störe. Ja, aber dich stört es. Ich kann das kaum glauben und wünschte, er würde mal mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, dass er das schlimm findet.
Ja, sind wir wieder beim Thema Polarität. Wir haben jetzt gesagt, wir versuchen beide wieder ganz viel für uns selbst zu tun und nicht unsere Probleme und Unsicherheiten in der Beziehung abzuladen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir sehr viel, weil wir, ja, weil ihr halt so engste Freunde seid, ne? Aber man kann durchaus befreundet sein in der Beziehung und Polarität haben. Ich habe schon mal den Raum geworfen, auseinanderzuziehen, aber es hat meinen Freund zutiefst gekränkt. Ja, es ist auch wieder nicht so cool, wenn man dann immer so gekränkt reagiert, ne? Er möchte ein gemeinsames Leben und dazu gehört auch eine gemeinsame Wohnung. Ja, er hat kein Problem, aber du hast ein Problem. Also geht es nur um ihn oder geht es auch um dich? Wir unterstützen uns bedingungslos und wachsen miteinander. Warum spüre ich kein Begehren? Ja, also, das hast du eigentlich die Antwort schon geliefert, weil er einfach zu nett, zu wenig in seiner Polarität ist, zu wenig den Mann zeigt und ja, zu emotional ist vielleicht, aber auch vielleicht zu zurückhaltend und vermeidend. Was ist falsch mit mir? Warum solltest du dich da in Frage stellen? Nimm das doch einfach. Wir sollten einfach immer die Sachen, also keine Beziehung ist falsch erstmal. Es ist auf eine Art, auf eine schräge Art immer die richtige, weil immer spiegelt uns das Universum irgendwas über uns. Ne? Deswegen, wenn du ihn mal ausblendest, was sind die Themen, die da für dich anstehen, kannst nur du wissen. Aber ich glaube nicht, dass das Thema ist, dich noch mehr in Frage zu stellen jetzt. Also sei doch so, wie du bist. Ich habe kein Begehren. Also weil wir ja in der Regel Pluspole schreiben, du scheinbar ja auch, in die Richtung gehst, würde ich ja, würde ich einfach mal sagen, mal überlegen, was macht er denn, also falsch und richtig bringt dann sowieso nicht weiter, aber was macht er denn falsch? Weil Fußballer überlegen ja immer, was mache ich falsch, dann dreh es doch mal um, was ist mit ihm? Und warum sollst du die, machst du nicht vielleicht auch so einen Großteil der Arbeit hier an der ganzen Sache so? Woher weiß ich denn, ob hier wirklich die Chemie nicht stimmt oder die mangelnde Anziehung von meinem falsch programmierten Liebeschip herrührt? Ja, in genauen Prozentzahlen würde ich das keiner sagen können, außer du selber. Aber es ist auch wurscht, also weil es ist genauso wie mit der Kompatibilität. Wenn da gar keine Chemie ist, ist es auch letztlich egal, warum keine da ist. Auf jeden Fall haut es nicht hin, so, ne? Und natürlich kann man da jetzt, weil ihr euch ja grundsätzlich ehrlich miteinander seid und alles, kann man natürlich dran arbeiten. Welche Chancen das jetzt hat, weiß ich nicht. Aber ja, er drückt halt nicht die Knöpfe bei dir. So, da kannst du jetzt erstmal auch nichts führen, ne? So, das kann man ja nicht ausschalten. Und ja. Ist es realistisch, dass sich das ändert, wenn etwas Unsicherheit in unsere Beziehung kommt? Ja, weil ihr euch schon so kennt über die Freundschaftsebene, glaube ich eher nicht. Ne? Sonst könnte das schon was bringen, aber will man dann extra Unsicherheit generieren? Naja. Wir beide etwas autarker und selbstbewusster werden? Ja, das bringt ja auf jeden Fall immer was. Ne? Oder mache ich mir selbst was vor? Ja, also ich kann das aus einer Mail jetzt nicht, wo es nicht völlig drunter und drüber geht, kann ich jetzt nicht sagen, trennt euch oder trennt euch nicht. Das ist, aber so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ne? Aber gut, das Video ist schon so lang. Denke, ich habe da auch genug so gesagt und wir werden uns bald wiedersehen.